Guten Abend. Kurz vor Mitternacht, wie versprochen, jeden Tag ein Video. Übrigens habe ich vor 2 Tagen 2 gemacht, da habe ich mich total vertan. Also ich habe noch eins zugute sozusagen. Ich wollte heute mal über Tiere und Menschen sprechen. Also ich sitze hier gerade gar nicht so ganz alleine, sondern mit 2 Kätzchen. Das eine ist gerade gegangen und das andere, das sitzt hier. Jo. Genau, das sitzt mir nämlich gegenüber. Jetzt kommt auch dieses hier. Hey, schau mal in die Kamera. Genau. Und also ich liebe alle Tiere, insbesondere natürlich meine eigenen. Das sind hier in meinem Leben immer wieder Katzen gewesen. Katzen passen sehr gut zu mir, weil sie sind sehr frei und sie sind sehr eigenwillig und sie sind sehr speziell. Und sie lassen sich natürlich in keinster Weise erziehen, sondern sie sind freundliche, anschmiegsame, hochintelligente und äußerst sensible Hausgenossen. Und sie sind äußerst spirituell. Also man sagt ja, dass die Katzenhaare Verbindungen bis ins Universum haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Katzen, wenn ich Therapie mache, mich unterstützen, tatkräftig. Ob sie jetzt mit im Raum sind oder nicht, sie sind dabei. Und manche Klienten, die möchten auch unbedingt die Katzen sehen und die Katzen anfassen, die Katzen streicheln. Was ist das, was Menschen so zu Tieren zieht? Also ganz besonders merke ich es halt, wenn ich die Katzen berühre. Sie haben etwas komplett Vollkommenes. Sie sind nämlich einfach ganz im Hier und Jetzt. Sie denken nicht wie wir Menschen und sie planen nicht wie wir Menschen und sie sorgen sich nicht wie wir Menschen. Sie haben Gefühle, aber sie leben im Hier und Jetzt. Und sie sind komplett zentriert. Und sie sind eben viel, viel gesünder als wir. Manche Tiere sind natürlich auch neurotisch, wenn sie mit neurotischen Menschen zusammenleben. Aber das Tier an sich ist auch dann, selbst dann noch, wesentlich ganzheitlicher dasein als Menschen. Wir Menschen sind doch alle gestört. Also, wenn ich mir meine Katzen ansehe, dann werde ich manchmal nur durch den Anblick oder durch die Beobachtung richtig glücklich, weil ich sehe ein Wesen, was ganz und gar in sich stimmig ist. Ja, genau. Unsere Katze, es hat sich jetzt gerade aufgestanden. Katzen insbesondere haben auch diesen siebten Sinn, das muss man wirklich sagen. Klienten lieben es, die Katzen zu sehen, oder es gibt auch Klienten, die möchten, dass die Katzen bei der Therapie dabei sind. Dann lasse ich das auch zu und sie stören niemals, sondern sie sind eben wirklich unterstützend, unterstützend dabei, helfend. Sie zeigen auch mit ihrer Sprache Dinge auf. Das heißt, wenn wir verstehen, ihre Zeichen zu lesen, und ich bin ja auch Tierkommunikatorin, also ich kann mit Tieren sprechen. Es ist natürlich nicht so die gesprochene Sprache, es ist eine andere Sprache. Dann können wir unglaublich viel von ihnen lernen. Ich wünsche euch eine gute Beziehung, falls ihr das noch nicht habt, zu Tieren. Und ich bin den Tieren unendlich dankbar, dass sie für uns da sind. Hier kommt gerade eins. Das zeige ich euch jetzt noch mal. Alles Liebe für euch. Tschüss.